Sehr geehrte Damen und Herren, die zweite Corona-Welle rollt unaufhörlich. Die Regierung ziehen die Zügel an. In Frankreich werden nächtliche Ausgangssperren verhängt, in Irland fast alle Geschäfte geschlossen. Trotzdem dürften die Anti-Corona-Maßnahmen diesmal weniger einschneidend sein. Wir rechnen weiter nicht mit einer zweiten Rezession. Aber die Rufe nach neuen Hilfen durch die Finanzminister und Notenbanker dürften lauter werden. Allerdings ist der Spielraum der Finanzminister mittlerweile beschränkt. Mit Ausnahme von Deutschland liegt die Staatsschuldenquote in allen anderen G7-Ländern über 100% des Bruttoinlandsprodukts. Die Staaten dürften ihre bestehenden Hilfsprogramme also allenfalls verlängern, aber nicht drastisch aufstocken. Was die Notenbanken anbelangt, sind auch ihre Instrumente mittlerweile ausgereizt. Das gilt besonders für die amerikanische Notenbank, die negative Leitzinsen stets abgelehnt hat. Bei der EZB ist es fraglich, ob eine weitere Zinssenkung in der Summe überhaupt noch einen positiven Effekt hätte. Damit bliebe den Notenbanken nur übrig, noch mehr Anleihen zu kaufen. Genau das erwarten wir. So dürfte die EZB ihr PEP-Anleihekaufprogramm spätestens nach der Jahreswende erneut aufstocken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.